Alter Schwede, ey. Das kann ich so keinem erzählen, ey. Das ist so unnormal hier. Puh. Was ein Akt, ey. So, da unten dann hin. Jetzt können sie hier wenigstens nur noch darunter fliegen. Wirklich nur noch darunter fliegen. Gut, aber hier oben, das Teil muss ich unbedingt weghauen. Das kann man so nicht lassen. Baue ich lieber so einen Klotz dahin, dann ist das Ganze schon eindeutig besser. Oh. Mein Schwert ist fast kaputt. Boah. Meine Güte, ey. Normal war das nicht, ganz und gar nicht. Aber wir haben es überstanden. Puh. Zum Glück. Aus den 4 Strings machen wir uns mal einmal Wolle. Machen wir uns aus dem Bohnenmehl mal. Aus dem Bohnen mal. Aus den Bohnen. Ach, Bohnen, das sind immer noch Knochen. Aus den Knochen machen wir uns Knochenmehl. Ah, okay. So, jetzt aber. Jetzt wird erstmal kurz was gegessen. Boah, also jetzt hier im Spiel. Hui. Das nenne ich mal eine riskante Aktion auch dabei. Das war jetzt nicht nur so chillig mal gerade, so, ja, okay, ich könnte sterben, sondern ich bin mir sicher, dass ich sterbe. Und ich habe es trotzdem noch überlebt. Boah, ey. Genau, das wollte ich weitermachen. Das wollte ich noch zu Ende bauen. Boah. Alter. Das ist gerade echt. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht bei so vielen Gegnern. Besonders, weil die Creeper ja immer nachkamen und es hat ja echt nicht aufgehört mit denen. Also, da müssen bestimmt 6, 7 Stück oben gewesen sein. Und das immer noch. Die spawnen ja eigentlich auch immer. Soweit ich weiß. Aber wie man sieht. Anscheinend nicht nur. Okay, dann bauen wir jetzt mal hier noch die Ecke entlang. Ah, nein, das ist mir ausgegangen. Also, die Sachen. Ah, sieh mal an. Für mich? Danke. Nur 3? Ach komm. Ah, okay, insgesamt 8, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe mit dem Gras einige Probleme gerade. Ich glaube, es ist nicht weißes. Aber widmen wir uns erstmal diesem hier. Danke. Und diesem hier. Danke. Ich muss gerade erstmal runterkommen hier. So. Jetzt haben wir die Sachen hier. Abbauen wollte ich wieder. Wieder mal ein bisschen farmen und einfach runterkommen. Ruhig bleiben und runterkommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, ich schaue gleich einmal, wie es denn aussieht, wie lange ich schon aufnehme. Denn wie ich das letzte Mal auf die Uhr schaute, war es 13.10 Uhr. Und nun ist es 14.20 Uhr. Die Zeit bei Minecraft geht wie im Flug. Das macht dieses Spiel auch mit sehr interessant. Und innerhalb einer Stunde habe ich es immer noch nicht geschafft, diese scheiß Schafsfarm zu bauen. Beziehungsweise die Schafspawn Ground. Schlimm genug. Deswegen, das werde ich aber, denke ich mal, auf nächstes Mal verschieben. Denn ich glaube, für heute sind generell die Aufnahmen. Ich denke mal, ich werde mit Sicherheit bis in
zwei Wochen fast schon aufgenommen haben oder sowas. Nein, mir fehlt genau einer, den ich hier verbaut habe. Na super. Also das ist jetzt echt schon, wir haben ja einiges geschafft. Das ist sehr viel gewesen. Und deswegen würde ich auch sagen, ich mache gleich Schluss. Der letzte Klotz, den ich jetzt setze, ist der hier. Und zwar hier hin. Da hinten hin, meine ich. Da hinten hin, hier hin. Denn jetzt ist es Zeit, mal wieder eine Pause zu machen. Und wir haben echt sehr viel geschafft, muss ich sagen. Ich meine, allein schon von dem Ganzen, was wir hier an Rohstoffen jetzt zusammengesammelt haben, ist jetzt schon viel. Sehr viel geworden sogar. Wachse. Los. Komm. Mach ich eben so. So. Ja, genau, hierher. So. Das ist... Also, ich bitte euch, das kann doch wohl kein Zufall sein, oder? Wenn ich gerade eine Sache wegbaue, die dafür da war, dass der Schnee nicht auf meine Sachen kommt, fängt an zu schneien. Das kann doch wohl kein Zufall sein, oder? Und jetzt auf einmal wächst es, dadurch, dass hier da oben alles weg ist. Interessant auf jeden Fall. Okay, dann lassen wir das mal schneien. Obwohl ich das gleich wahrscheinlich ausschalten werde, weil ich mich beim Zeigen stört, was wir alles geschafft haben. Boah. Das zeige ich jetzt. So. Tu mir die Items wieder an. Schnee aus und Creative an zum Fliegen. Also, was haben wir alles geschafft? Wir haben diese Sachen hier. Wir haben unsere Farm komplettiert zum größten Teil. Uns fehlen jetzt immer noch die, das Weizen, das ganze Wheat. Wir haben dafür gesorgt, dass hier unsere Bäume mehr Platz haben zum Wachsen. Und wir haben jetzt schon mehrere, also wir haben jetzt glaube ich schon 12 von diesen Birkenblöcken. Das ist sehr gut. Im Nether haben wir alles möglich gemacht. Das war aber schon bei der Aufnahme davor, genau. Und dann haben wir hier die Ecke gemacht, wo alles drauf fliegen darf von den Gegnern her. Und hier oben ist die Spawning Ground für die Gegner. Und das ist schon geil geworden. Durch die Tatsache, dass es wirklich jetzt viel ist. Und hier oben drauf spawnt zwar jetzt nichts, aber ich glaube, durch die Helligkeit ist es vielleicht doch ein bisschen zu hell geworden. Jetzt will ich aber gerade mal was ausprobieren. Fall mal runter. Genau. So, wenn ich dann jetzt gucke, dass ich jetzt Creative ausschalte. Ja. Brauche ich fast keine Kraft mehr. Also nicht mehr viel Schläge. Und dann ist das Viech kaputt. Das ist genau passend. Und ja, es ist einfach richtig geil geworden. Wenn wir überlegen, dass wir am Anfang jetzt schon nur so eine kleine Insel hatten und jetzt, was wir uns jetzt alles schon aufgebaut haben. Das ist schon geil. Und beim nächsten Mal mache ich dann auf jeden Fall die Schafsfarm. Ja, mache ich auf jeden Fall. Das wird eine schöne Sache. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.